Die Frage, die man sich natürlich immer stellt, ist, macht sie es oder macht sie es nicht? Also im Verlauf dieses Buches gibt es eine Sexszene nach der anderen. Es ist schon ein pornografischer Roman, aber wie ich finde, nicht unbedingt in dieser Form, wie es so ein bisschen propagiert wird. Also ich finde ihn nicht sehr gewalttätig, sondern es bleibt in diesem ersten Band, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, relativ auf so einer Blümchensex-Ebene. Trotz Sadomaso, aber ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig überbordend und auch nicht so. Es gibt also diesen bestimmten Raum, so ich weiß nicht, wie man das in dieser Szene nennt, ob das jetzt so, also dieser Raum, wo eben Ketten an der Wand hängen, ein Kreuz an der Wand hängt, verschiedene Fesselarten möglich sind, der erschreckt sie natürlich auch ziemlich, aber man ist nicht so viel in diesem Raum. Das Ganze spielt sich auch so an normalen Orten ab, wie Fahrstuhl, Bett, Küche und so weiter und so fort. So vom Plot her hört sich das ja wirklich an wie Barbara Cartland, aber 21. Oh. Jahrhundert, können Sie das denn überhaupt ernst nehmen? Ernst nehmen? Also in dem Moment nehmen wir es als Buchhändler schon ernst, weil die Leute es kaufen, weil es unglaublich gefeatured wird in der kompletten Presse. Es war in der Tagesschau, es war in den Tagesthemen, habe ich es gesehen. Es wird in sämtlichen Feuilletons besprochen, im Spiegel, in der FAZ und so weiter und so fort. Und dann nimmt man sowas natürlich ernst und beschäftigt sich damit. Und deswegen habe ich es eigentlich auch gelesen. Also ursprünglich habe ich es das erste Mal gesehen. Wir scannen ja auch immer die New York Times Bestseller, weil wir auch eine relativ umfangreiche englische Abteilung haben. Und da war das auf Platz 1, Platz 2, Platz, sag ich so, was ist denn das, bestellt, hingestellt. Mir ist auf Deutsch bestellt und wusste, okay, es kommt dann jetzt irgendwann im Juli. Es kam, ich habe sofort gelesen. Und es ist natürlich fürchterlich schlecht geschrieben, aber dieses Buch behauptet nicht, dass es gut geschrieben ist. Es tut nicht mehr als das, was es auch sein soll und sein will. Es ist eine, wie ich finde, romantische Liebesgeschichte, die auch relativ starke atavistische Züge hat. Also wir haben ja jetzt die schöne Situation, dass die Frauen emanzipiert sind, frei sind, entscheiden können, was sie machen wollen. Die sind gut ausgebildet und tun das, was sie möchten. Und dann rutschen wir auf einmal zurück in so eine Welt, wo der Mann eben anbietet, du kannst deinen Willen hier bei mir abgeben, du musst dich um nichts kümmern, ich kümmere mich um alles und sei einfach nur mal du und ne, wir haben Spaß. Das ist so eine ganz andere Welt, also wirklich sehr, sehr reaktionär, wie ich finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen den Reiz dieses Buches ausmacht. Nicht, dass die Frauen sich da in der Realität nachsehen würden, aber wenn man das Ganze so als Märchen sieht oder als unterhaltsame Geschichte, wo man so ein bisschen mit träumen kann, da funktioniert es dann wieder. Ich muss zugeben, das Buch ist doch relativ fesselnd in großen Zügen und habe das erste fertig gelesen auf Deutsch und dachte so, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht und habe dann so ein bisschen im Englischen schon mal rumgelesen. Ich habe jetzt nicht die Bücher nebeneinander gestellt, aber das Englische hat mehr, das ist so ein bisschen fließender. Also in der deutschen Sprache, es ist ja auch immer die Frage, wie transferiert man eine Sprache in die andere. Ich finde es auf Englisch so ein bisschen, es hat so einen anderen Timbre. Ich kann es aber nicht wirklich so erklären, weil ich bin auch keine Übersetzerin. Also, aber man kann es flott lesen, man muss nicht viel Englisch können, weil die Sprache ist relativ barrierefrei. Man muss da jetzt keine Höhen erklimmen oder durch irgendwelche tiefen Täler gehen. Das geht eigentlich relativ gut. Es sind Teile in diesem Roman, also man kann den auch gut 200 Seiten einkürzen, das ist gar kein Problem. Es hat jetzt 600 irgendwas, 45 und 200 Seiten auch getan, weil sich viele Teile einfach wiederholen. Was natürlich unter Umständen auch der Sinn und Zweck eines pornografischen Romans ist, weil das geht da durch die Betten und das ist halt einfach der Inhalt dieses Buches. Was soll man da beschönigen? Und es versucht, im Deutschen auf grobe Sprache zu verzichten. Das ist mir aufgefallen. Das ist spannend. Es ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das Buch auch gelesen und habe mir diese Frage gestellt, während ich es gelesen habe und auch danach. Und ich bin nicht wirklich auf ein Ergebnis gekommen. Was die Autorin kann, ist, sie hat ein ganz besonderes Gefühl für Timing und Tempo. Das würde ich mal so sagen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ja, inwiefern denn jetzt Timing und Tempo, kann ich es jetzt auch nicht wirklich formulieren, weil es gibt bestimmte Höhen, bestimmte Tiefen, also immer wieder diese Sexszenen mit
normalem Leben, wobei man sagen muss, die haben ja nicht mal Probleme. Also ich meine, es ist auch eine komplett problemfreie Zone, in die wir da treten. Also alle haben genug Geld, genug Freunde, nette Freunde, alle sind total nett zueinander. Man findet sofort einen Job. Die Eltern sind auch irgendwie, die unterstützen halt eben alle auch. Und es gibt kein Problem. Und dann begegnet man sich eben und man macht sich dann eben dieses Problem, will ich mich jetzt schlagen lassen oder nicht? Das ist die Problemfrage in diesem Buch. Ich kann es nicht sagen. Es hat wirklich fesselnde Momente und ich war auch ganz neugierig, wie geht es denn jetzt weiter? Aber am Ende ist es vielleicht das, was ich eben auch meinte, es ist so eine andere Welt, eine Welt, in der wir Frauen uns im Jahre 2012 gar nicht mehr befinden. Und vielleicht einfach so dieses als Märchen zu sehen, als unterhaltsame Geschichte. Vielleicht.